Oha, ja, so, da bin ich erstmal wieder da. Hat sich einiges getan. Performance ist mal wieder im Keller, aber das ist ja nun normal. Und mit der neuen Version 0.4.13 habe ich sowieso erstmal nur die Hälfte von den FPS, aber da kriegen wir schon irgendwie hin. Dann gibt es hier einmal eine Kiste. Und Moment, kurz mal. So. So, wollte auch noch eben kurz meine Audiospur runterziehen, dass ich die auch sehe, während ich aufnehme. Ja, wir hatten ja die Problematik mit den Sandsteinen. Ich habe jetzt ein paar Sandsteine. Das finde ich schon mal ganz gut. Ich brauche wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen Kohle, da muss ich aber gleich mal gucken. Weil man kann jetzt ja keine Sandsteine mehr normal machen, sondern man muss ja hier nur irgendwie mit so einem komischen LV-Kompressor arbeiten. Hast du nicht gesehen? Immerhin kann man die Sandsteinblöcke noch normal machen. Bevor ich da hinten mal zu dem Kompressor gehe, brauche ich sowieso wahrscheinlich noch Kohle. Erstmal gehe ich jetzt hier runter. Hui, jappa. Und ich wollte gerade sagen, der Text war weg. Und werde mal gucken, ob ich mit der Säge ein paar kleine Plättchen schneiden kann. Die hier sind so ein bisschen irgendwie mit Kante und so. Ich glaube, die sind geiler, ne? Das sind aber, glaube ich, ganz normale Slabs einfach nur. Dann sollte nicht normale Slabs sein, weil die halt bündig mit den Glasscheiben abschließen. Das ist, glaube ich, nicht so geil. Ich denke mal, ich werde die hier nehmen. Aber dann bitte auch einmal alle. Danke. Alle? Alle. Sehr gut, alle. Ja, den Müll brauche ich nicht. Dann geht's wieder nach Hause. Zack. Und dann kommen wir nämlich mal hier erstmal. Ja, testweise mal. Ups. Nein. So, ich muss nämlich hier an der Wand platzieren. So. Da kommt dann nämlich jetzt Glasscheibe drauf. Und ihr seht, wie ich mir das gedacht habe. Und ich sehe gerade, das sieht gar nicht so scheiße aus, weil das Glas sitzt genau hier auf der Kante. Wie schon gesagt, die müssen natürlich alle nochmal irgendwie gedreht werden, weil sonst sieht es halt ein bisschen komisch aus. So rum. Ich denke, so rum ist in Ordnung. Jetzt müsste ich hier nur wieder reinkommen. Hier muss ja noch angeschlossen werden, aber da habe ich ja gesagt, da mache ich nochmal was Schönes. Und wenn ich das sage, dann mache ich das auch. Muss nicht alle 2 Monate dran erinnert werden. Ich mache das dann auch irgendwann. So, aber erstmal gehe ich wieder rein. Und dann, oh, hier nehme ich mal weiter ansetzen eben. Zack. Zack. Mit Shift, ne? Zack. Nee. Ah ja, es ist ja hier mit, geht nicht. Weil ist so. Machen wir den mal weg. Ein bisschen Sand rein, so. Zack. So. Dann sieht man nämlich hier auch gleich, warum ich damit arbeiten wollte. Weil, so einmal richtig drehen. Weil das dann hier so ein bisschen Struktur noch reingibt. Das finde ich ganz hübsch. Das ist natürlich hier die Frage an der Ecke, wie ich das da mache. Da muss ich mal eben gucken. Weil da kann ich jetzt ja nicht irgendwas ansetzen, sondern da müsste ich dann wahrscheinlich irgendwie so einen Vollblock nehmen. Habe ich natürlich jetzt keine mehr, müsste ich dann mal anderweitig machen irgendwann. Aber ich setze erstmal den Ofen wieder hin und dann gehe ich mir mal angucken, was der Sekti da für mich hingestellt hat. Und zwar hier irgendwo. Moment. So, hier ist auch noch schon. Guck mal, so einen Briefkasten baue ich auch noch mal irgendwann. Und es ruckelt mit 9 FPS, aber wie schon gesagt, das. Hi. Dann nicht. Das liegt ganz einfach daran, weil die 0.4.13 extrem scheiße läuft bei mir. da muss ich irgendwas reintun zum Brennen wahrscheinlich. Da kann ich nichts mitmachen. Und da kommt dann raus, was ich brauche. Das heißt, ich brauche erstmal ein bisschen irgendwas, das ich verbrennen kann. Ja, ich habe doch eine Axt dabei. Ich gehe mal davon aus, ich werde ein bisschen Baum brauchen dafür. So, dann. Ich hoffe, das brennt das Zeug. Es brennt, sehr gut. Und dann kann ich nämlich jetzt hier. Guck mal, da ist schon Sand. Geklaut, meiner. So, dann hier rein.
Macht das dann jetzt, oder muss ich das noch einschalten? Der 200, die machen 300. Muss ich die beide in Betrieb nehmen wahrscheinlich, ne? So. So, die machen 400, 300 und dann ist das Ding an, oder? Ah. Ja, gut. Kann man sich drüber streiten, ob das so geil ist oder nicht so geil ist. Ganz ehrlich finde ich es nicht so geil. Aber gut, das ist sowohl so mit der Technik-Mod. Warten wir das mal eben ab. Ich lasse das mal laufen und hole mir nebenbei mal irgendwie was zu essen oder was zu trinken. Moment. So, Headset sitzt wieder, das ist wieder da. Ich habe mir mal schöne Knabberwurst geholt. Ja, während des Let's Plays essen, immer eine gute Idee. Ich weiß nicht, ich glaube, das reicht eigentlich auch. Ne? Ich nehme das hier mal wieder raus. Oh komm, jetzt machen wir das hier noch zu Ende. Komm mal so, wir machen das jetzt, bis es hier zu Ende ist. Ja. Konnte ich doch hier anzeigen lassen. Kabel, bla, blub. Switching Station. Kabel, Kabel, Kabel. Generator. Da muss ich nochmal gucken mit der Technik. Ich habe mir die zwar schon mal irgendwann angeschaut und fand das eigentlich auch auf den ersten Blick ganz geil. Aber es scheint ja doch ein bisschen schwieriger und komplexer zu sein. Verstehst du, ne? So. Da ist noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen. Dann ist das jetzt gleich wahrscheinlich wieder aus. Genau. Und die sind jetzt leer. Der ist die jetzt auch aus und hat genau einen Sand übergelassen. Das ist mein Sand. So. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen Sandstein. Weil aus Gründen. Den kann ich dann ja immer nochmal wieder verarbeiten. Und weil ich ein netter Mensch bin, lasse ich mal 45 Sand da für irgendjemand anderen. Dann geht's einmal wieder rüber. Ruckel, 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 pupuckel. Ja, hier ist Standbild, ne? Der Server liegt da hinten immer noch. Kennt eigentlich irgendjemand außer mir Otherland? Wolltest du nur mal erwähnt haben? so. Weil, essen. Und,
Ja, ich denke mal, ich könnte natürlich auch diese Säule einfach da an die Stelle setzen, weil jetzt habe ich ja auch tatsächlich so eine Trennung drin. Ja, Trennung sei hier so ein kleiner Abstand. Das heißt, man sieht die Säule auch, wenn die da genau an der Kante steht. Dann setzen wir die nämlich dahin. Ah, ja, genau so. Ja. So und nicht anders, ne? Und dann, so, haben wir nämlich hier schön. Ich denke, so ist besser. Nur dann bisschen Erde dran. Ja, die Erde, die gute Erde. Wer kennt sie nicht? Und so. 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 Na, so. So. Und dann müssen wir nämlich mal gucken. Schraubendreher. Und dann drehen wir die einfach mal alle mit dem dicken Stein nach unten. Ja, ich glaube, das wird ganz cool. Wenn es halt nur nicht so ruckeln würde, ne? Aber das ist dann wohl so. Ja, genau. Ja, zum Glück habe ich da mein Baugerüst stehen. Dann müssen wir hier nämlich nochmal wieder rein. Jetzt aber. Nein, och komm, leck mich am Arsch. So. Ja, genau. So. So, okay, dann machen wir hier nämlich einfach mal weiter. Ja, auch hier. Zack. Nein. So. 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 Ja. So. Nein. Weil ist so wahrscheinlich. Ja. Ich bin jetzt gerade ein bisschen aufgeschmissen, glaube ich. Ja, weil ist so. Holz kann man doch. Und so. Das kann man doch bestimmt mischen, wenn man eine Hacke baut, oder? Und ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie rumzulaufen und was zu holen. Ja, kann man mischen. Und ich denke mal, mit der Steinhacke aus gutem Holz, frisch angebaut, kann man das auch abbauen. Nein, kann man nicht. Geil. Weil Sandstein wesentlich härter ist als normaler Stein, oder warum genau geht das nicht? So, dann muss das reichen. Wer braucht schon eine Steinhacke? Guck mal, hier hätte ich auch noch eine Axt gehabt, ne? Kann man die eigentlich hier wieder zusammendingsen? Ja, sehr schön. Das ist nämlich wieder eine frische Axt. Und dann so und so. Und so und so und so. Und home, wieder nach Hause. Und dunkel ist es. Aber da müssen wir jetzt durch. Zack. Also, ja, so und so. Machen wir das nämlich mit der Säule hier ganz genauso. Dann wird die einfach eins nach hinten versetzt. Das muss ich dann doch hier bestimmt an dieser Säule. Genau, die muss nämlich dann wieder eins nach vorne. Dann machen wir das nämlich gleich einfach alles einmal in einem Rutsch ordentlich hier. So, dahin, dahin und dahin. Und hierhin, hierhin und hierhin. Das passt jetzt zwar hier drin nicht mehr so ganz symmetrisch, aber das kriegen wir schon irgendwie anderweitig gelöst, das Problem. Also da kann hier nämlich jetzt erstmal schön die Erde weg, weil ich auch eine gute Schaufel habe, mache ich das mal mit der Hand. Das geht nämlich besser. So, die muss noch bleiben. So. Mal schön ein bisschen Wurst. Lecker, knackige, knapper Wurst. So. Der Ofen muss eh nochmal wieder weg gleich. Aber dann kommen wir nochmal hier ran. So. So, jetzt hier mal richtig aufpassen beim Bauen. Ne? Mal hier so. 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 Upsa. Siehst du, geht schon los. So und so. Thank you.
Der Pool müsste eigentlich noch, aber ich glaube, ich lasse das so. Eigentlich müsste das alles noch einen weiter. Ich lasse es erstmal so. Dann machen wir nämlich hier erstmal die gute Baustellenerde weg. Wo sie nämlich gleich mal anders platziert werden. Hier nämlich auch wieder hinsetzen. So. Mal dahin und dahin. So, da ist schon. Hier muss auch noch zu, ne? Guck mal. Dann geht's hier weiter mit dem Gedrehe. Da hier ja nun so eine Kante ist, kann ich ja hier längs laufen, ne? Da. Kann ich da auch über die Ecke laufen? Ja. Gut, jetzt habe ich noch 8. Dann heißt es, ich muss mal. Was mache ich denn da, ich Idiot? Die kriege ich ja aus der Säge. Moment. Hui! Oh. Ui! Autsch! Eine Säge, ritsch, ratsch, Finger ab. Dann rein damit. Und die waren das, ne? Raus damit. Und hat so viele geile Sachen. Ich habe schon Ideen, wie ich das Dach machen werde. Home, oh ja, in Caps Lock geht's nicht. Schade. Aber jetzt, wenn Caps Lock aus ist, dann geht's wieder. Warum geht hier eigentlich Caps Lock an auf dieser Tastatur? Ich habe das doch ausgeschaltet. Also, weiter geht's. Weil dahin und dahin und drehen und drehen. Es ist eine total spannende Folge, ne? Dafür habe ich Wurst. Ist zwar nicht Mettwurst Mittwoch, aber schmeckt trotzdem. Dahin und dahin? Nein. Warum sollte es auch konsistent sein? Ich setze das da hin und es geht woanders hin. Warum? Ja. Warum konsistent sein? Ja. Doch, passt. Drehen und drehen. Hatte ich hier eigentlich gedreht? Ja, hier ich gedreht, ne? So. Hier auch nochmal gedreht. Und dann passt das soweit, weil Eingangsbereich ist nicht ganz in der Mitte, aber das ist in Ordnung so. Das muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen schöner gemacht werden hier, aber das mache ich schon. Das mache ich schon. Erstmal mache ich mir jetzt eine Schaufel hier, weil so ganz ohne Schaufel ist halt doch doof. Eine Holzschaufel. Weil eine Holzschaufel super effektiv ist. Das schnellste und beste Werkzeug, um irgendwas abzubauen, ist eine Holzschaufel, wie jeder weiß. Ups. Weil es wesentlich schneller geht als mit allem anderen. Ja. Gut, dann wollen wir nämlich eben mal gucken, wie wir die Fenster einteilen gleich. Lassen wir mal den ganzen Scheiß hier weg. Ich kann natürlich überall einfach komplett Fensterfront machen, aber das wäre nicht so geil. Wo natürlich überall Fensterfront sein sollte, ist natürlich hier der ja, hangseitige Ausblick. Da muss natürlich überall Fenster rein. Kommt dann hier so ein großer Salon rein, wo man sich dann schön hinfläzen kann. Aber irgendwo muss halt auch noch Platz für Fernseher und sowas sein. Das wird ja dann doch ein bisschen ein geringfügig moderneres Gebäude als die, die ich sonst immer baue. Geil, wie lange die Schaufel auch hält, ne? ja, so, wisst ihr Bescheid. Zack. Jetzt hatte ich das gerade gesagt, ich lasse das stehen, jetzt reiße ich es doch wieder ab, ne? So. Dann, ich glaube, hier könnte eine Küche rein. Das heißt, hier mache ich zu. Hier bleibt ein Fenster und dann wird das nämlich hier abgetrennt für eine Küche. Das heißt, hier ist dann Abtrennung. Kurz mal am Köpfchen kratzen. Das wird zu, weil dann ist hier Kühlschrank und Arbeitsplatte und so. Hier ist dann so ein bisschen Fenster. Oder andersrum. Wie sieht denn das von außen aus, wenn jetzt hier zu wäre? Ich glaube, das wird nicht so geil aussehen, ne? Ich glaube, da lasse ich offen, mache die andere Seite einfach zu. Aber erstmal so, dass man auch vernünftig rankommt.
Ne, hier lasse ich offen, dann mache ich hier zu. Und zwar bis hier. Ist das eine Küche von der Größe her? Reicht das? Es ist ja keine Wohnküche, es ist ja nur eine Arbeitsküche. Das heißt, hier kommt Fenster, ne, hier kommt eine Säule hin. Hier kommt von außen Sandstein dran. Können wir eigentlich gleich mal setzen, den Sandstein hier. Ja. So. Kann man den auch gleich drehen von hier? Ist das der Sandstein? Das ist der Sandstein, das ist der Sandstein. So, dann sind die nämlich schon mal gleich da. Dann muss hier eine Säule rein. Ja, das wollte ich dann schon beibehalten von der Trennung her. Ne? Da kommt nämlich hier eine Säule rein. Ich guck gerade mal eben nach. Guck mal, hier zwei habe ich noch. Zwei habe ich noch. Zack und zack. Weil dann ist nämlich hier von außen auch wieder ein bisschen eine logischere Trennung. Mit den Säulen, da muss ich nochmal gucken. Ich könnte die natürlich auch alle so ein bisschen breiter machen mit irgendwie noch ein Plättchen, die ich von außen drauf setze. Ich glaube, aber das sieht nicht so ganz geil aus. Muss ich mal schauen. Ich könnte natürlich hier zumindest nach außen überall ein breiter werden, weil jetzt habe ich da oben mein Zeug. Warte mal. Wo bin ich denn? Hier bin ich. Hier dann mit... Ach, guck mal, hier habe ich doch noch welche. Okay. mit den Dingern hier gehe ich dann vielleicht nicht mit den ganz breiten, sondern mit denen, die so ein bisschen schmaler sind, die so breit sind wie so ein Slab. Und ist geil, wie man einfach so mal runterspringen kann. Moment, diese... die so breit sind wie ein Slab, die kann man doch dann wahrscheinlich auch drehen. Hallo? Ich habe das doch... Komm, muss ich das erst rausnehmen, damit ich hier Neues reintun darf? Oder wie läuft das? Die gibt's gar nicht so breit wie ein Slab, ne? Diese hier sind das, glaube ich. Warte mal. Und wenn man sich die dann nämlich richtig dreht... Ja, guck mal, die kann man nämlich dann wahrscheinlich auch irgendwie... Genau, so aufstellen. Dann kommt von unten ein Slab dran... Der ist ja genauso einen Slab breit. Und dann ist das eine deutliche Trennung, aber eben nicht zu extrem. Da mache ich mir doch mal 20 Stück von. Einen habe ich schon, das heißt, ich mache mir 19. Dankeschön. Und den Rest nehme ich erstmal wieder mit. Und dann geht's wieder nach Hause. Wieso ist es hier oben eigentlich dunkel und so hell? Ich verstehe das nicht. Ich brauche Fackeln und ja. Performance ist nicht gesteigert worden, würde ich mal sagen. Jetzt wollen wir doch noch mal eben gucken hier. Das platziere ich hier unten oder oben, ne? Weiß ich noch nicht. Ne, war fast richtig. So war richtig. Ich setze erstmal Slabs dran von unten. So und so. Ich glaube, eins höher kommt geiler, oder? Na. So. Und so. Kurz mal drehen. Ja, eins höher kommt deutlich geiler. Sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Zumindest hier an der Fläche. Ob das jetzt an den Kanten auch so gemacht wird, muss ich mal gucken. Ich meine, so viele Kanten, so viele Flächen habe ich ja gar nicht. Ich lasse das erstmal so. Eventuell mache ich das auch mit dem, was ich dann geplant habe, was hier drüber kommt, noch irgendwie in Verbindung. Aber erstmal mache ich hier unten ordentlich. Erstmal hatte ich ja nur was anderes vor. Ich wollte ja eigentlich irgendwie was machen, oder? Apropos machen, kann man jetzt wahrscheinlich eigentlich hier Holzkohle und so. Ich meine, kann die ja nur auch brennen. Vielleicht kann man ja nur auch... Warte, ich guck mal. Vielleicht klaue ich mir einfach ein bisschen Kohle aus der Kiste. Hoppa, das war ein bisschen schwungvoll. Aua. Keine Kohle. Keine Kohle im Ofen. Nein. 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 Jetzt habe ich gar nicht nach Holz geachtet. Nach Holz geachtet. Ja, ja, guter Deutsch. Kauf dir einen Tüten davon. Meine. Einfach mal so. Dafür noch ein bisschen Sand reintun. Und ein
bisschen Schnee tun wir mal in die Schneekiste. Diese Ordnung hier ist unglaublich. Hat das jetzt alles schon mal jemand, hat noch keiner benutzt. Was geht, warum wird das alles destroyed? Would Helmet got destroyed und bei mir? Ups. Das heißt, ich bin wieder waffenlos. Aber hier unten, hier unten die Anzeige, guck mal hier, das ist aber noch, also ich bin noch mit irgendwas geschützt. Die Frage ist halt, durch was? Ich will erstmal ein bisschen Melone essen hier. Reicht natürlich, ne? Hier ist ja noch genug Melone. So, also, das habe ich. Ich wollte ein bisschen Kohle klauen eigentlich, ne? Ich gehe einfach mal in den Wald und lass mal ein bisschen die Axt kreisen. Ups. Ah, ich glaube, hier muss ich nochmal zumachen irgendwann. Dunkel ist es, dunkel. Man konnte doch einfach hier die Dinger wegmachen und die wachsen wieder nach, ne? Ich mach das jetzt einfach mal. Hoffentlich kann man da auch Kohle draus machen. Wird sich gleich zeigen. Und jetzt habe ich glaube meine Wurst vergessen. Da hinten läuft auch schon wieder so eine Wurst rum. Ich habe das schon gesehen. Muss reichen. Ich wollte ja nur eigentlich ein bisschen Kohle für Fackeln haben. So, jetzt tue ich einen nach unten und alle nach oben. Nun bin ich mal gespannt. Keine Holzkohle. Zumindest nicht aus diesen Blöcken. Brennen die denn überhaupt, die Blöcke? Oder brennen auch die Blöcke nicht? Doch, die Blöcke brennen. Das heißt... Nee, komm, ich lasse das drin. Das heißt, ich muss das Ganze das Gleiche auch nochmal mit normalem Holz testen. Schon ein bisschen finster, ne? Ihr seht wahrscheinlich gerade gar nichts. Ich mach mal Licht an. Sind das jetzt hier normale Bäume? Jetzt sehe ich es nämlich gerade gar nicht. Ich glaube aber nicht, ne? Die sehen so hell aus. Hier fängt eh wieder was an. Lass mich mal raus hier. Lass mich mal raus hier jetzt. Mensch. So. Ja, Insel und keine normalen Bäume. Da hinten sind normale Bäume, ne? Nein. Doch hier. Normale Bäume. Sogar ein Apfelbaum. Vielleicht kann ich aus dem mal Holzkohle machen. Wäre schön, weil, sonst ist Bergbau-Action angesagt. Außerdem wird es wieder hell. Ich mach mal Nachtsicht wieder aus. So. Weil Bergbau habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Komm. Zack. Zack. Sieht auch optisch in Ordnung aus. Das heißt, einmal nach Hause. Und dann gucken wir nämlich mal, ob man die zu Holzkohle verarbeiten kann. Offenbar nicht. Schade. Überhaupt Holzkohle? Ah, das ist auch Scharkohl oder sowas, ne? Kohleklumpen? Was auch immer. Was auch immer. Ich habe aber gesehen, man kann mit dem Technik-Mod elektrische Öfen machen. Das heißt, ich brauche einfach ein Solarpanel auf dem Dach, schließe mir dann einen elektrischen Ofen an und brauche mich nie wieder um Holzkohle zu kümmern. Hilft mir natürlich aktuell relativ wenig, weil ich brauche eigentlich Kohle für Fackeln. Aber... das ist aber auch eine interessante Konstruktion. Es hängt wahrscheinlich ein bisschen runter, naja. Aber es ist egal, weil wir planen erstmal zu Ende hier. Also,
So, Küche haben wir. Kann das ja nämlich auch wieder weg. Dann machen wir nämlich... Ich kann es eigentlich auch offen lassen, oder? Nö, drauf geschissen. Ich mache das jetzt wirklich zu. So. So. Ja. Nee, da muss ich raus. So. So und so. Und dann gucken wir doch mal, ob ich das auch so platzieren kann hier. Warte, jetzt genau. Nein. Nein. Ach komm. Leck mich. So. Zack. Nein. So. So geht doch. So geht das. So geht das. So und so und so und... Au. Nee, so ging's ja auch, ne? Dann machen wir nämlich hier einmal den Rotator. Und wo haben wir denn den Schraubendreher? Hier. So, gut, dann... das war schon ordentlich hier. Das muss gedreht werden. Das, das und das. Das war das und das war das. Und dann ist das schön. Kann man eigentlich auf diesen Blöcken stehen? Ja, schön, cool. So, ja. Das ist hier nämlich zu. Und es fällt auch gar nicht so auf, weil hier eh Wald davor ist, ne? Könnt ihr die Rückseite hier... Oh, das war ein Schwung. Dann könnte die Rückseite doch eigentlich zugemacht werden. Oder fast komplett zumindest. So. Küche ist so in Ordnung. Dann kommt halt der ganze Kram, der irgendwie größer ist, hier an die Wand. Dann passt das schon. So, nämlich... Mit den Innenwänden, ja, da muss ich mir nochmal was überlegen, wie ich das am schönsten mache. Ich lasse es erstmal so provisorisch. Also, da haben wir nämlich hier schon mal die Innenwand von der Küche. Das heißt, vom Flur abgehend müsste dann das Treppenhaus laufen. Weil dann kommen wir nämlich in den zweiten Stock in das Treppenhaus. Kann man eigentlich hier zumachen, ne? Dann kann man hier noch vielleicht noch einen Baum oder sowas hinpflanzen. Aber dann ist hier zu und das bedeutet, ich kann da mit der Treppe sauber nach oben gehen. Und wenn hier die Treppe nach oben kommt, heißt das, hier muss irgendwo wieder zu sein. Ich lasse das erstmal offen, was ich auf jeden Fall mache. Hier. Wenn ich hier zumache. Dann habe ich hier so ein Einerfenster aber nur. Das ist vielleicht ein bisschen eng. Wenn ich hier zumache... Ah, hier müsste ich dann eigentlich offen lassen, oder? So. Zack und zack. Dann... Schon praktisch. Drehen wir das Ganze mal ein bisschen, dann bleibt hier nämlich offen. Weil wenn ich jetzt hier auch noch eine Säule reinmachen würde, dann wären es zwei Einerfenster. Das wäre bestimmt sehr, sehr, sehr schmal. Obwohl, wenn ich hier eine Säule reinmache, das beißt sich dann aber, das ist so direkt an der Kante, wenn ich dann aber hier, ne, hier zwei, ja. Andererseits wollte ich ja ein paar Säulen auch noch haben, ne? Ich mach das, glaube ich, einfach mal. So ist hübsch. Zap, zap, zap. Ja, ich denke, so ist in Ordnung. Machen wir das hier wieder weg. Dann kann man nämlich von außen schön auf der Rückseite von dem Ding wieder mit den Schrägen und den Slabs arbeiten. Ups. Ja, nämlich hier und hier und die anderen, da muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. So und so. Und Slabs dran. Zack, zack, zack. Ey, guck mal, genau drei Slabs noch. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. So. Ja, jetzt sind die natürlich wieder alle eins so tief. Ich habe doch gesagt, ich mache die alle eins höher. Dann reicht das mit den Slabs ja doch nicht mehr. Schade. Schade, schade, Schokolade. So, dann jetzt aber. Und... Ja, warum auch konsistent sein? Wäre ja zu einfach. Es ist halt konsistent scheiße. so, Schraubendreher. Zack. Und zack.
Ja, ich denke, so ist. Hat so ein bisschen was Festungsmäßiges irgendwie, ne? Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich meine, hier an der Ecke kann ich sie eh nicht machen, da muss ich mir was anderes ausdenken. Beziehungsweise werde ich einfach administrativ beschließen, den Weg einfach zu so verschieben. ja, aber ansonsten. Hier haben wir auch nochmal was. Ich könnte ja eigentlich einfach so eine Säule reinziehen, oder? Ach, ich lasse es erstmal so. Dann haben wir das nämlich schon mal durch. Dann passt das hier hinten nämlich auch soweit. Dann kann hier nämlich das wieder weg und dann kann da nämlich zu. Beziehungsweise halt nicht zu, sondern hier müsste eigentlich auf der Entfernung, da hat man hier nämlich noch so einen Zugang quasi und machen wir hier nämlich irgendwie den Eingang rein, dann ist hier nämlich ein Klo. Gibt es eigentlich Milchglas? Müsste hier unten dann rein, ne? So. Dann haben wir hier nämlich schon mal das Klo abgesteckt. Dann brauchen wir, es ist natürlich ein sehr, sehr breiter Gang, aber hier ist ja dann eh nochmal eine Treppe mit zwei breit. Da muss ich mal gucken. Dann brauchen wir hier irgendwie noch eine Absperrung. Ist halt blöd, dass es jetzt hier nicht mehr genau aufgeht. Aber dann ist das halt so. Ich könnte natürlich auch einfach den Eingangsbereich noch einen breiter machen, aber da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Kann es natürlich einfach auflassen. Oder zumindest halt so teilabgesperrt. Genau, dann machen wir nämlich hier auch nochmal zu. So. Dann machen wir hier einen Torbogen rein von drei breit. Dann kommt man nämlich hier Eingangsbereich, hier in den Salon rein. Ja, mit dem Glasboden. Dann ist hier nämlich eine Wand, die geschlossen ist. Ja. Dann bleibt das hier geöffnet. Hier kann man natürlich auch nicht auch noch irgendwas machen, ne? Vielleicht eine Leseecke oder sowas. In meinem Test gibt es halt sehr viele Leseecken. Und dann haben wir nämlich hier einen Aufgang und dann haben wir hier eine Leseecke mit Ausblick und hier den Salon. Dann haben wir nämlich den ersten Stock schon mal geplant. Das bedeutet, ich denke mir zum nächsten Mal ein bisschen was aus, wie wir das hier schön machen, welches Material wir hier benutzen. Dann wird natürlich der Boden, ist jetzt erstmal nur so reingelegt worden, der wird natürlich dann je Raum so ein bisschen anders gemacht. In der Küche kommt eine andere Kachelung rein. In Salon kommt vielleicht auch nochmal was anderes rein. Da muss ich mal gucken. Klo kommt sowieso nochmal hier das schwarz-weiß gekachelte rein und hier die Ecke Richtung Swimmingpool. Da denke ich mir auch nochmal was aus. So. Und hier unten, ne, das mit dann, dass man hier denn dahinter irgendwie sieht, das geht ja schon mal gar nicht. Das mache ich aber alles beim nächsten Mal. Ich sag herzlichen Dank fürs Zuschauen. Liebe Grüße auch an den Server, der da hinten immer noch tot in der Ecke liegt und wir eigentlich nur alle ein Teil seiner Gedanken sind. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Also, bis zur nächsten Woche. Oder bis zur nächsten Aufnahme. Oder bis dann, wenn ich halt wieder Lust habe. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich habe ja gesagt, oder habe ja mir vorgenommen, Blog Liebe City unregelmäßig aufzunehmen. Die heutige normale Folge, ich glaube, die entfällt. Da müssen wir mal gucken. Da mache ich nochmal irgendwas anderes. Lange Rede, kurzer Sinn. Bis zum nächsten Mal. Tschö!